Hallo Katharina, wir sitzen hier beim zweiten Corona-Symposium im Deutschen Bundestag und du bist hier vorgeladen, um über deinen Fall zu berichten. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie du dich hier fühlst, wie es dir damit geht, wie deine Gesamtsituation aktuell aussieht? Hallo Rüdiger, ja. Ja, ich bin beim Corona-Symposium von der AfD, weil alle anderen Parteien das nicht für nötig gehalten haben, über Corona überhaupt mal zu sprechen und über die Aufarbeitung. Und als Impfgeschädigter habe ich hier meine Stimme erhoben im Bundestag und habe einmal ein paar Minuten genutzt, um laut auszusprechen, dass wir keine Hilfe kriegen, dass es keine Impfung ist und dass wir krank sind und eben alleine dastehen. Und dass wir uns gegenseitig selber helfen müssen, weil kein Arzt uns hilft, weil es auch keiner für nötig hält, jetzt mal irgendwie zu gucken, weil wir eben keine Hilfe kriegen. Wir sind unsichtbar, wir wollen nicht, sollen nicht gesehen werden und wir werden nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob dieses Corona-Symposium etwas gebracht hat für die Öffentlichkeit, weil es ist nicht öffentlich, das Symposium. Wird es zugänglich sein für andere Menschen, dass sie uns wirklich mal sehen? Denn ich spreche für uns alle Impfgeschädigten, nicht nur für mich alleine. Gut, also ich habe soweit wahrgenommen, dass die Videos komplett also hochgeladen werden sollen. Es kann gut sein, dass dein Vortrag dann da auch mit bei ist. Ich hoffe, dass das große Kreise zieht in der Öffentlichkeit. Das hoffe ich auch, weil das soll für alle Impfgeschädigten sein, nicht nur für mich. Genau. Ich habe jetzt meinen Fall kurz vorgetragen, aber es war ja nicht genug Zeit. Du sagtest mir gestern, dass du vermutest, dass du die letzte Überlebende deiner Impfcharge bist. Wie bist du darauf gekommen? Finde einen mit meiner Impfcharge. Wegen was? Finde einen mit meiner Impfcharge. Okay. Wirst du keinen finden, nur Tote auf dem Friedhof. Bist du da über irgendein EMA-System oder über das WERS-System oder wie gegangen? Das wäre jetzt kompliziert, das okay. zu sagen. Na gut, alles klar. Hast du irgendwie rausgekriegt. Gut, wir sind noch mittendrin hier am zweiten Tag. Genau, waren ziemlich gute Vorträge hier, was die Politik betrifft und was auf uns drauf zukommt, auch betreff WHO. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich bin froh, hier sein zu können, das zu hören zu können und vielleicht werde ich heute auch noch einmal kurz reden. Ist auch gut moderiert, ne? Nicht so lang, nicht so kurz. Kommt jeder zu Wort? Oder ja, genau. Jeder kriegt seine Chance, hier etwas sagen zu können. Also ich war für die Impfgeschädigten und dann gibt es andere halt, die jeder für seine Sache, die sie stehen. Gibt es noch Sachen, die du hier nicht sagen konntest und die du hier in diesem Video noch sagen möchtest? Natürlich kann man das nicht alles in diese paar Minuten packen, die man hat. Ne? Das ist natürlich, wäre viel. Jetzt geht es auch schon weiter. Jetzt müssen wir aufhören mit unserem Interview. Das ist wie, wenn man reden möchte. Man wird abgekartet. Ne? Aber wir hatten alle unsere Chance, danke, um zu Katharina. Reden. Ciao.